Es ist eine Welt, die nur wenige zu Gesicht bekommen. Unbekannter als der Mond. Eine Welt geheimnisvoller Wesen. Und vermutlich die größte Schatzkammer der Erde. Die Tiefsee. Hier sprudeln Quellen voller Gold und Kupfer. Im Meeresgrund liegen riesige Vorkommen an Erdöl und Gas. Tausende Meter unter der Wasseroberfläche dringen Wissenschaftler immer weiter vor. Und Konzerne investieren Milliarden. Was sie in der Tiefsee treiben, davon bekommt die Öffentlichkeit nichts mit. Hier gibt es keine Regeln, keine Kontrollen, keine Grenzen. Das Sagen hat der, der die Technik besitzt, hierhin vorzudringen. Noch bevor sie erforscht sind, könnten die ersten Lebewesen bereits ausgerottet sein. Jahrmillionen war sie unberührt. Jetzt hinterlässt der Mensch in der Tiefsee erste Spuren. Der Wettlauf um den größten Lebensraum der Erde hat begonnen. Vor der Küste Neuseelands sind deutsche Forscher mit dabei, die Tiefsee zu erobern. Mit einem Tauchroboter suchen sie nach sogenannten schwarzen Rauchern. Fast 400 Grad heiß ist das Wasser, das aus ihnen in die kalte Tiefsee sprudelt. Wasser voller Gold, Silber, Kupfer und Zink. Lange Zeit glaubte man, dass in dieser Dunkelheit kein Leben möglich ist. Doch die Tiefsee lebt. Diese Garnelen halten ätzende Gase aus und einen Wasserdruck, der 200 Mal höher ist als an der Oberfläche. Bislang konnten nur Forscher aus gerade mal einer Handvoll Staaten in solche Tiefen vordringen. Jetzt besitzt auch Deutschland erstmals die Technik, um die Welt 6000 Meter unter dem Meer zu erkunden. Im Kontrollraum des Forschungsschiffes Sonne. Von hier aus steuern sie den modernsten Tauchroboter der Welt, Kiel 6000. Doch die Forscher sind nicht wegen der einzigartigen Lebewesen vor Neuseelands Küste. Sie suchen nach Bodenschätzen. Seit Jahren haben sie auf diesen Moment gewartet. Connell de Ronde, Geologe aus Neuseeland und der Leiter des renommiertesten deutschen Meeresforschungsinstituts, Peter Herzig. Wir arbeiten hier mit neuseeländischen Kollegen zusammen schon seit vielen Jahren. Und wir haben diese Region ausgesucht, weil wir bestimmte Rohstoffvorkommen hier auch untersuchen möchten, die wir auch von Typ her in anderen Meeresbereichen untersucht haben und die auch für Deutschland und für die Rohstoffversorgung in Europa immer eine Rolle spielen können. Das Forschungsschiff Sonne ist auf allen Weltmeeren unterwegs. Diesmal 3 Wochen im Südpazifik für eine besondere Expedition. Die deutsche Meeresforschung will mit Kiel 6000 an die Weltspitze aufrücken. Nur noch die USA, Russland, Japan und Frankreich können in solche Tiefen vordringen. 95% aller Tiefseezonen kann Kiel 6000 erreichen. Auf der Suche nach den Rohstoffquellen von morgen. Zum Beispiel nach solchen Ablagerungen aus Gold und Silber sowie Kupfer und Zink. Sie stammen aus den schwarzen Rauchern und türmen sich in meterdicken Schichten. Die Konzentration der Edelmetalle ist höher als in jeder Lagerstätte an Land. Dies sind die Erzminen der Zukunft. Diese Zukunft hat in Angola bereits begonnen.
Hier sind keine Forscher unterwegs, sondern die Mitarbeiter des französischen Unternehmens Total, der viertgrößte Mineralölkonzern der Welt. Vor der Küste Angolas, in den Tiefen des Atlantiks, wurde Erdöl entdeckt. Seitdem ist aus einem der ärmsten Länder Afrikas das neue Eldorado der Erdölkonzerne geworden. In die Bäuche der Förderschiffe wird das schwarze Gold der Tiefsee gepumpt. Jede dieser schwimmenden Fabriken ist so groß wie drei Bohrinseln. Früher wurde Total von der Konkurrenz noch verlacht. Zu teuer, zu kompliziert sei das Fördern in der Tiefsee. Heute holt Total 70 Millionen Liter Öl aus dem Meeresboden vor Angola. Tag für Tag. Total ist der wichtigste Arbeitgeber im Land, seitdem 2001 die Erdölförderung vor der Küste begonnen hat. Das Gelächter der Konkurrenz ist längst verstummt. An den Ölfeldern beteiligen sich inzwischen weitere Konzerne. Esso, BP und die norwegische Statoil. Vor der Westküste Afrikas liegen 10% der weltweit bekannten Ölreserven. Und je mehr gesucht wird, desto mehr wird entdeckt. Les grands fonds, c'est une réserve de ressources. Die Tiefsee ist voller Rohstoffe. Da gibt es biologische Rohstoffe, mineralische und Erdöl. Wir wissen heute bereits, wie wir Erdöl aus 3000 Metern Wassertiefe holen. Wir haben die Technologie, das Know-how und wir tun es. Deutsche Firmen haben ein anderes Ziel. Solche tennisballgroßen Manganknollen. Sie liegen auf dem Meeresboden und könnten die weltweite Versorgung mit Buntmetallen sichern. Und dafür braucht man neuartige Maschinen. Zum Beispiel solche Unterwasserbohrköpfe. Die Firma Wirth aus der Nähe Kölns ist eines der führenden Unternehmen in Sachen Unterwassertechnik. Hier wird entwickelt, was Forscher und Industrie für ihre Tiefseepläne brauchen. Ihre Maschinen sollen dabei helfen, ein Projekt der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe umzusetzen. Ein Projekt, das ebenso ehrgeizig wie unbekannt ist. Die Firma Wirth hat große Erfahrung beim Abbau von Diamanten aus 200 Meter Wassertiefe von Namibia und Südafrika. Und wir wollen dieses Know-how nutzen, um in größere Wassertiefen vorzustoßen und Manganknollen aus diesen Wassertiefen zu bergen. Ginge es nach ihm, würde der Meeresboden schon bald zu einer riesigen Baustelle in 5000 Metern Tiefe. Es hört sich wie Science Fiction an, was diese Männer planen. Solche riesigen, ferngesteuerten Bagger sollen in der Tiefsee Manganknollen abbauen. In etwa 10 Jahren wollen sie soweit sein. Während an Land die Vorkommen schrumpfen, werden in den Ozeanen immer neue Lagerstätten entdeckt. Metalle, Öl, Diamanten, Methanhydrate. Immer mehr Länder wollen sie ausbeuten. Doch längst nicht überall ist geklärt, wem sie gehören. Beispiel Japan und Korea. Zur besten Sendezeit berichtet Koreas Fernsehen über einen Konflikt. Es geht um eine unbewohnte Gruppe von Inseln. Seit über 100 Jahren streiten sich die Nachbarstaaten darum, wem sie gehören. Bislang ging es dabei ums nationale Prestige. Der Streit eskaliert, seit im Meer vor den Inseln ein neuartiger Rohstoff entdeckt wurde. Ein Stoff, der sowohl Japan als auch Korea jahrzehntelang mit Energie versorgen könnte. Methanhydrat. Methanhydrat ist Erdgas. Kälte und Druck haben es zu Eis verwandelt. Noch ist zwar unklar, mit welcher Technik es gefördert werden kann, doch das scheint nur noch eine Frage der Zeit. Hintergrund des Konflikts: ein Streit um die sogenannten 200-Seemeilen-Zonen. Jeder Staat hat vor seiner Küste Anspruch auf das exklusive Nutzungsrecht in diesen Zonen. Doch zwischen Japan und Korea überlappen sie sich. Beide behaupten, das rot markierte Gebiet gehöre ihnen. Nicht nur zwischen Japan und Korea sind die 200-Seemeilen-Zonen umstritten. Die Vereinten Nationen zählen rund 100 ungeklärte Grenzverläufe im Meer.
Konflikte drohen, wenn dort Rohstoffe gefunden werden. Vor Neuseeland gibt es solche Konflikte nicht. Die Forscher auf der Sonne fahren mit ausdrücklicher Genehmigung der Regierung. Hier wird die 200-Seemeilen-Zone von niemandem sonst beansprucht. Sie grenzt an keine anderen Staaten, sondern endet im offenen Pazifik. Die Forscher können ihre Route frei planen. Der zweite Einsatz für den Tauchroboter Kiel 6000 steht bevor. Noch haben sie seine wichtigste Funktion nicht getestet. Er soll mit seinen Greifarmen Proben vom Meeresboden heben. Für Peter Herzig und sein Team ist jeder Tag mit Kiel 6000 ein Abenteuer. Denn niemand weiß, ob das 5 Millionen Euro teure Gerät auch wirklich funktioniert. Es muss Extrembelastungen standhalten, die nur mit einem Raumschiff vergleichbar sind. Temperaturschwankungen von mehreren hundert Grad, Druckunterschiede, aggressive Gase. Der Roboter ist über ein 6 Kilometer langes Kabel mit dem Schiff verbunden. Ferngesteuert lenken sie ihn in die dunkle Tiefe. Gerätecheck auf 500 Metern. Ab hier gibt es kein Tageslicht mehr, gilt das Meer als Tiefsee. Joystick und Videokameras ersetzen Hände und Augen. Zieh mal in Fahrtrichtung, aktuelle Fahrtrichtung. Ja, okay. Das macht mit mehr Sinn. Ein schwarzer Raucher. Die mächtigen Metallablagerungen um diese heißen Quellen sind das Ziel der Wissenschaftler. Sie wissen, jeder Vorstoß in diese Tiefen kann ungeahnte Folgen haben. Gemeinsam mit 2000 weiteren Tiefseeforschern haben sie deshalb einen freiwilligen Verhaltenskodex verabschiedet. Sie wollen die schwarzen Raucher so vorsichtig wie möglich untersuchen. Der Meeresboden soll nicht großflächig aufgewühlt werden. Doch sie stecken in einem Dilemma. Denn ihre Grundlagenforschung bereitet die großindustrielle Ausbeutung der Tiefsee vor. Schon jetzt interessieren sich die ersten Bergbaukonzerne für die schwarzen Raucher. Wie schnell der Meeresboden erobert wird, beweist Total in Angola. Die Anlagen sind in nur 3 Jahren aufgebaut worden. Die Computeranimation zeigt, was der Erdölkonzern auf dem Meeresgrund gebaut hat. 1300 Meter lange Ölleitungen führen hinab. Am Boden ein Spinnennetz aus Pipelines. Über 150 Kilometer Rohre, 70 Bohrlöcher auf einer Fläche doppelt so groß wie Manhattan. Jede dieser Verbindungsstellen ist so groß wie ein zweigeschossiges Wohnhaus. Und das ist nur der sichtbare Teil. Von hier dringen die Bohrungen weitere 1000 Meter tief in den Meeresboden. Um in solchen Wassertiefen arbeiten zu können, braucht auch Total Tauchroboter. Während die Forschung weltweit nur über ein gutes Dutzend der Hightech-Geräte verfügt, können sich die Ölkonzerne über 200 leisten. Die Hersteller kommen kaum hinterher. Ständig werden neue Tauchroboter von der Industrie bestellt. Schon wieder soll eine neue Pipeline am Meeresboden verlegt werden. Der Atlantik vor Angola ist eine Dauerbaustelle. Zahlreiche Spezialfirmen arbeiten hier für Total, 24 Stunden am Tag. Ölförderanlagen in der Tiefsee zu installieren, das ist kein Job für Taucher. Sie können nur bis in 200 Meter Tiefe arbeiten. Darunter wird der Wasserdruck zu stark. Auch bemannte U-Boote sind keine Hilfe. Sie sind zu teuer und können nicht wochenlang im Einsatz sein. Die Industrie setzt deshalb auf die Roboter.
Ferngesteuert verlegen sie kilometerlange Rohre, Kabelstränge und Verbindungsstellen in immer größeren Wassertiefen. Die Arbeit von Total kontrolliert hier niemand. Gesetzliche Vorschriften gibt es keine. Hier schaut keine Umweltbehörde vorbei. Der Meeresboden ist Pionierland ohne Regeln. Dabei wären Vorschriften zum Schutz der Umwelt bitter nötig. Immer wieder kommt es zu Begegnungen wie auf einem unbekannten Kontinent. Mit Wesen, die noch nicht einmal einen Namen haben. Schutzgebiete gibt es in der Tiefsee nicht. Was hier lebt, ist dem Handeln der Konzerne ausgeliefert. Auf der Sonne sind neben deutschen und neuseeländischen auch amerikanische Forscher an Bord. Sie justieren die Messgeräte eines Tauchboots, das sich unter Wasser selbst steuern kann. APE. APE soll Daten für Karten vom Meeresboden sammeln. Vor allem dort, wo Rohstoffe gefunden wurden, so wie vor Neuseeland. Bisherige Seekarten stammen von Schiffen, doch deren Entfernung zum Meeresboden ist zu groß. Nur APE kann, was für genaue Karten nötig ist, abtauchen, um den Meeresgrund Meter für Meter zu vermessen. Anders als Kiel 6000 hängt er nicht an einem Kabel. Auf vorprogrammiertem Kurs schickt er Schallwellen zum Boden über hunderte von Kilometern. Gas- und Hitzesensoren vervollständigen das Bild. Mithilfe von APE erstellen die Forscher aus Tausenden von Daten die Seekarten der Zukunft. Von kaum einer Meeresregion gibt es bisher solche Ansichten. Ein Gebirgszug unter Wasser, zwischen 1000 und 3000 Metern tief. Sie vergleichen die alten Karten mit denen von APE. Die neue Auflösung ist viel besser, bis auf einen Meter genau. An den roten Stellen ist es heiß, dort liegen schwarze Raucher. Diese Karte dient als Grundlage für den Bergbau der Zukunft. Neuseeland hat im Meer eine der größten Wirtschaftszonen der Welt. Vor unserer Küste treffen zwei Kontinentalplatten aufeinander. Daher gibt es dort so viele Tiefseevulkane und schwarze Raucher. Und die wiederum sind reich an Mineralien. Die neuseeländische Regierung ist deshalb ziemlich scharf darauf zu wissen, was genau in unseren Gewässern liegt. Verführerische Tiefsee. Auch unter dem Eis der Arktis vermuten Geologen enorme Mengen Öl und Gas. Russland macht sich deshalb im August 2007 auf den Weg zum Nordpol. Mit zwei U-Booten und einem Regierungsauftrag. Es geht um die Staatsgrenzen unter Wasser. Jahrzehntelang spielten sie keine Rolle. Doch seit das Eis schmilzt und die Tiefsee technisch erschließbar wird, entbrennt auch hier Streit um die Ressourcen. In 4261 Metern Tiefe setzt ein U-Boot die russische Flagge auf dem Meeresboden ab. Genau am Nordpol. Die Flagge am Meeresboden ist ein schöner Presseakt. Mir ist aber auch nicht. Völkerrechtlich ist diese Flagge völlig bedeutungslos. Aber die Russen haben damit sehr elegant auf ein Problem hingewiesen, was es in der Arktis gibt. Es ist die Frage, wem die Arktis gehört, denn hier gibt es Ansprüche auch der anderen Staaten. Vor allem sind die russischen Ansprüche mit den norwegischen nicht so einfach in Einklang zu bringen. Der Konflikt ist vorprogrammiert. Bislang halten sich alle Staaten am Nordpol an ihre 200-Seemeilen-Zonen. Russland schert nun aus und beansprucht auch die rot markierten Gebiete. Auch die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe steckt im Auftrag der Bundesregierung neue Claims ab.
Mitten im Pazifik sollen die Manganknollen abgebaut werden. Streit um 200 Seemeilen Zonen gibt es hier nicht. Dafür gibt es ein anderes Problem. Das offene Meer gehört niemandem. Und so wie Deutschland interessieren sich dort viele Staaten für Rohstoffclaims, so groß wie Norddeutschland. Damit es keinen Streit gibt, hat die UNO den Meeresboden zum gemeinsamen Erbe der Menschheit erklärt und eine Seebodenbehörde gegründet, die dort Schürfrechte verteilt. Hier war das erste Mal, dass die Staatengemeinschaft ein globales Problem angegangen ist und versucht hat, gemeinsam dieses Problem zu lösen. Nämlich das gemeinsame Erbe der Menschheit aufzuteilen. Und das ist eigentlich gut gelungen. Zumindest bisher. Diese Lizenz, ausgestellt von der UN-Seebodenbehörde in Jamaika, regelt, wo deutsche Forscher und Firmen in Zukunft nach Manganknollen suchen und schürfen dürfen. Die Bundesanstalt verwaltet nun zwei Gebiete, die zusammen so groß wie Norddeutschland sind, 15.000 Kilometer von Berlin entfernt. Das Gebiet zeigt hier sehr schön die. Doch die Deutschen sind nicht die einzigen, die Lizenzen erworben haben. 10 weitere Staaten, darunter Russland, China und Frankreich, haben ihre Claims abgesteckt. Sie alle arbeiten an der Technik, um die Manganknollen zu fördern. Das Rennen um die Rohstoffe im Pazifik, es hat längst begonnen. Die Ölkonzerne schaffen Fakten. Im Forschungszentrum von Total in Po. In dem kleinen Ort in den Pyrenäen arbeiten sie mit dem größten Computer Frankreichs. Er setzt riesige Datenmengen in 3D-Bilder um, die den Experten zeigen, wo in der Tiefsee Öl lagert. Nicht nur vor der Küste Angolas durchleuchtet Total den Meeresboden. Sie suchen auch vor Nigeria, dem Kongo, der ganzen Westküste Afrikas und werden überall fündig. Auch andere Ölmultis erkunden inzwischen die Tiefsee per Ultraschall. Chevron, ExxonMobil, Shell, BP suchen vor allem im Golf von Mexiko und vor der Küste Südamerikas. Die Kontrolle über die neuen Ölfunde will kein Staat der Internationalen Seebodenbehörde überlassen. Stattdessen wollen immer mehr Länder ihre 200 Seemeilenzonen auf 350 Seemeilen ausweiten und die Bohrlizenzen selber verkaufen. Neuer Streit droht. Auch Angola will seine Wirtschaftszone im Meer längst vergrößern. Die Grenzen mit Namibia und dem Kongo müssten dann neu gezogen werden. Die Erlaubnis, in der Tiefsee nach Öl zu bohren, lässt sich Angolas Regierung teuer bezahlen. Jeder Konzern, der ein neues Meeresgebiet pachtet, zahlt bis zu 1 Milliarde US-Dollar an den Staat. Das geförderte Öl wird alle 2 Tage abgeholt. Angola ist eine der wichtigsten Anlaufstellen für Supertanker geworden. Durch die Schläuche fließt Öl mit einem Marktwert von rund 250 Millionen Dollar. Alle 2 Tage. Die Tanker bringen es vor allem nach China und in die USA. Amerika bezieht inzwischen mehr Öl aus Angola als aus Kuwait. Das Jahr 2007 markiert einen Meilenstein. Als erster Staat seit über 30 Jahren wird Angola in die OPEC aufgenommen, die Organisation erdölexportierender Länder. Seitdem legen im Hafen von Luanda noch ganz andere Gäste an. Die amerikanische Navy. Regelmäßig kreuzen ihre Kriegsschiffe neuerdings vor Angola. Die Amerikaner beraten und trainieren das Militär entlang der gesamten Westküste. Sie wollen sich Freunde machen in einer Region, die für sie strategisch immer wichtiger wird. Damit es wegen der Schätze im Meer nicht zum Krieg kommt, wurde er gegründet, der Internationale Seegerichtshof in Hamburg. Die Richter sollen immer dann eingeschaltet werden, wenn auf See etwas umstritten ist. Grenzen, Fischereirechte, die Verschmutzung der Umwelt und vor allem der Abbau von Bodenschätzen. Grundlage für ihre Entscheidungen ist das internationale Seerecht der Vereinten Nationen. Die meisten Staaten der Welt haben es unterzeichnet. Für die friedliche Beilegung von politischen Konflikten scheint also bestens vorgesorgt.
Nur mit einem hat keiner gerechnet. Der Seegerichtshof ist praktisch arbeitslos. Kaum ein Staat ruft ihn an. Und wenn, dann geht es ausschließlich um Fischereiprobleme. Im Hamburger Gerichtssaal haben die 23 Völkerrechtler noch nicht einen Fall zu den Rohstoffen der Tiefsee verhandelt. Es fehlen die Kläger. Die Staaten tragen ihren Zwist lieber untereinander aus, im Zweifel mit dem Recht des Stärkeren. Dabei ist eins sicher: Um neue Rohstoffkriege zu vermeiden, sind verbindliche Regeln nötig, an die sich alle halten. Noch ist es möglich, die Fehler, die an Land gemacht werden, in der Tiefsee zu vermeiden. Thank you.